Ich habe erstmal, ja. Wir können ja auch noch mal schnell bei uns hier bei dem Haus vorbeigucken, was wir hier haben. Dann müsste jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen Geld rumliegen, was wir einsammeln können. Hallo, hier spricht Ihr Vermieter. Ich bin gekommen, um die Miete zu kassieren. Ja, ja, du mich auch. Gut, sehr schön. Da liegt Geld. Können wir hier noch was verbessern? Ich glaube nämlich nicht. Ihr sollt mir doch helfen. Ja, möchte ich. Dekoration ist verschönert. Jetzt gibt's mehr. Mehr Geld das nächste Mal. So, du geh mal weg da, du alte Wache. Hier unten muss dann der Bürgermeister sein, denke ich mal. Hier so. Bitte. Nein, du bist nicht der Bürgermeister. Bürgermeisterchen? Ach, der ist hier neben. Okay, das ist hier das, ach, das Gildensiegel-Symbol, was da so rumoxidiert hier gerade. Er hier ist das. Ja, ich bin ja schon da. Ich muss mit euch reden. Ich, aber nicht mit dir. Oh, endlich! Ein Held! Kannst mal sehen. Mein jüngster Sohn. Er wurde von Räubern entführt. Ich hatte ihm verboten, im Wald zu spielen. Aha. Wenn ich kein Lösegeld zahle, schicken sie mir seinen Kopf. Oh, warum passiert sowas immer mir? Warum? Wie viele Söhne hast du denn schon verloren, dann Wald? Wir halten ihn in einer Höhle in Witchwood gefangen. Ihr müsst ihn retten. Na, das tun wir doch dann mal. Hier ist das Lösegeld. Wenn ihr sie töten könnt, ist es euer. Meinem Sohn darf nichts geschehen. Okay. Ich muss mich hinlegen. Das ist alles viel zu viel für mich. Weichei. Hey, ihr da. Was hast du mir jetzt zu erzählen? Ihr wollt also meinen kleinen Bruder befreien. Hervorragend. Toll. Wisst ihr, mein Vater ist alt und dumm. Könnt ihr glauben, dass er das Göhr zum nächsten Häuptling machen will? Das dürfen wir nicht zulassen. Es wäre das Ende dieser Stadt. Wollt ihr richtig Gold verdienen? Dann bringt mir den Jungen. Ich werde auf dem einsamen Weg, auf der anderen Seite der Dämonentür warten. Was bist du denn für ein hinterlistiges Aas? Kannst mal froh sein, wenn ich dir nicht gleich den Kopf von den Schultern haue hier. Nee. Hier, dein anderer Sohn hier, der da, ne? Was tut ihr noch hier? Das Leben meines Sohnes ist in euren Händen. Ja. Du weißt ja gar nicht, wie recht du hast. Falls ihr Hilfe braucht, könnte dieser Wächter euch begleiten. Nö, will ich nicht. Ich hoffe, euer Stolz kommt nicht vor der Sicherheit meines Sohnes. Aber wenn ihr denkt, ihr schafft das allein, na gut. Ja, wahrscheinlich ist der Wächter nur im Weg. Ich kann ihm also nicht warnen, dass sein anderer Sohn da ganz, ganz krumme Geschäfte gerade macht. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal das Söhnchen hier befreien. Gehen wir mal gucken. Dann wollen wir mal gucken, ob wir was sehen. Mal gucken, ob einer guckt. Wie ist das, Sir? Möchtet ihr es versuchen? Nein, danke. Ich würde wahrscheinlich sowieso alle Preise abräumen. Da geht's weiter. Sehr schön. Und ich möchte auf einen Zauber, den ich gerade nicht greifbar habe. Fertigkeiten, Magie, Angriffszauber, nein, das war nicht. Umgebungszauber, nein, das war nicht. Körperliche Zauber, Mehrfachpfeil, da ist er ja. Den hat er gerade gesucht. Den werden wir mal hier hinlegen, zusammen mit Zeitverzögerung. So, und jetzt haben wir mehrfach Pfeile inklusive mehr Zeit. Das ist doch schon mal eine nette Kombo. Da kann man doch vielleicht was draus machen. Gehen wir mal gucken. So, einer, ich sehe dich doch. So war das nicht geplant. So war das geplant. Na gut, haben wir aus Versehen den Händler erlegt. Kann ja auch mal vorkommen. Ist da noch irgendwo einer? Sogar zwei.
Der kloppt sich gerade mit den anderen Viechern da. Mit einem Schuss erlegt. So hat das auszusehen und nicht anders. Hey. So muss das aussehen. Ihr seid also der Sensen. Ja, doch, das bin ich. In der Tat. Ich bin der Sensen-Typ. Man nannte ihn auch den Sensenmann. Denn er kam häufig mal mit seiner Sense an. Und was sich reimt, ist gut, oder wie das hieß. Na, wo ist er? Hallo, Wölfchen. Ich hab dich gerade gesehen. Der ist auch tot. Na gut, dann ist halt so. Hat er mich glatt durch die Tür geprügelt hier gerade? Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Oh, der hält mehr aus, wie mir gerade scheint. Oder auch nicht. Oder auch Nick. Woodwood Steine, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin gerade, aber... Hat sich ausgeheult hier. So nicht, mein Bruder, so nicht. Da liegt er. Wie viel Schaden machen wir eigentlich gerade mit dem Bogen? Das würde mich auch gerade mal brennend interessieren. Aber eigentlich wollte ich einmal zurück, weil da waren so viele Menschenmassen gerade und beziehungsweise grüne Punktemassen waren da. Da möchte ich aber erstmal hin. Vielleicht können wir ja inzwischen dieses alte Schwert mal aus dem Stein ziehen hier. Wäre auch mal eine Idee. Voll geladen machen wir 10. Da ist immer noch eine, aber wir gehen mal hier rum, um dann mal hier zu dem... Ach da, hier ging das hoch, genau. Halt, meine XP, meine, danke. So, dann sind wir jetzt mal hier und dann können wir jetzt eigentlich ja mal... Ich hab schon viel von euch gehört, Sensenmann. Wollen wir mal sehen, ob wir das hier hinbekommen, das Ding mal rauszuziehen jetzt hier. Na los, ihr schafft es. Na, vielleicht. Nein. Oh, ich hab's. Das Schwert, ich habe es. Und jetzt einmal im Kreis, wow, alle Köpfe ab. Ihr seid stark wie ein Riese, wenn das der Häuptling erfährt. Welcher Häuptling? Ich habe ein Schwert. Inventar. Waffen, Nahkampfwaffen. Okay. Avos Träne. Durchdringen Verstärkung, das ist ja mal nett. Aber ich werde den hier weiterführen. Die gefällt mir besser. Die wollten wieder nur Geld haben. Nein, ich bin selber ein guter Schwerkämpfer, vielen Dank. Hier müssen wir, glaube ich, weiter. Stirb! Genau, so machen wir das. So, aber jetzt erstmal wieder Pfeil und Bogen. Ich möchte nämlich noch ein paar XP mit dem Bogen gerade haben hier. Ach, da war doch wieder...
jetzt auch erlegt. Gut, da war gerade ein richtiges schönes Grafik-Lag. So, da geht das weiter da hinten. Was war das denn hier noch? Ach so, ja, ach, das war ja das. Wer seid ihr? Was wollt ihr jetzt hier von mir? Bin ich erschreckend genug für euch? Immer und überall die Nase reinstecken, oder? Solange ihr das Gold habt, ist es dem Boss egal. Geht rein. Kommt nicht auf dumme Gedanken. Wir werden hier warten. Ja, aber ihr seid ja, ne? Ja, dich haben wir auch. Elende Diebesgesindel hier. Elendes. Witchwood-Höhle. Haben wir uns schon mal mit den Dieben angelegt hier. Hey, warum greift ihr meine Leute an? Damit ist das Lösegeld gestiegen. Gebt jetzt das Gold her. Noch mehr solche Spielchen und das Kind wird aufgeschlitzt. Ihr greift meine Jungs an und jetzt zahlt ihr nicht? Dann können wir dem Jungen ja auch den Bauch aufschlitzen. Ah, so soll das... Komm her, du Mistvieh. Mach dich kalt hier. So was kann ich ja den ganzen Tag nicht. Wow, ein echter Held hat mich gerettet. Ja. Ich kann mein Glück kaum fassen. Räuber und ein Held an einem Tag. Na, ja, das jetzt so toll ist wir mit den Räubern. Wir sollten besser verschwinden. Der Mann, den ihr getötet habt, beginnt zu stinken. Kannst du mal sehen. Wir sehen bestimmt noch mehr Räuber. Die sind sicher sauer, weil ihr Boss tot ist. Also die zwei vom Eingang habe ich schon weggeräumt. Da, ne? Und überhaupt, gehen wir mal gucken, vielleicht ist hier noch was. Ach, die Höhle ist das. Ach, die Höhle war das. 15. Ich brauche 15 Schlüssel, um sie zu öffnen. Ich habe keine 15 Schlüssel. Da war nichts mehr drin. Ja, hier waren wir ja schon. Hier haben wir ja mal damals diesen alten anderen Typen hier gefunden. Den, Dings eben. Oh, das Licht tut meinen Augen weh. Ich verpasse doch nichts, oder? Ja, stirb, können wir für den Jungen wieder lüften. Der andere macht das richtig. Der haut schon ab. Wenn der hier nicht weiß, was er tun soll. Schön in den Rücken geschossen. Oh, dieser Ort sieht aufregend aus. Den haben wir. Sehr schön. Verpassen wir den Leuten mal ordentlich was. Dann können wir die mal auf Fernkampf hier alle erlegen hier, damit wir den Jungen nicht so gefährden. Das wäre vielleicht die beste aller Ideen. Tötet den Jungen! Hier wird sich nicht verpisst. Wo ist der? Ach, der will hinten rum. Ach, ich hatte gehofft, diese geheimnisvollen Steine zu sehen. Ja, da gehen wir auch noch Sind hin. Sind wir bald zu Hause? Nein, wir gehen jetzt erstmal die geheimnisvollen Steine gucken.